Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu dem Podcast, der immer noch keinen Namen hat, aber ich freue mich über meinen Gast heute. Es ist total verrückt, dass ich mit dir hier sitze, aber ich freue mich sehr. Konstantin Buschmann. Und jetzt ist es so, man kennt's, manche erkennt man schon vorher, manche nicht. Wenn wir uns jetzt das erste Mal treffen würden, wie würdest du dich vorstellen? Um Gottes Willen, ich habe doch hier mit einer einfachen Frage zum Einstieg. Ja, also, okay, dann sagen wir es mal so, du bist Single, ich bin Single, wir finden uns beide toll, haben uns beide auf einer unserer Lieblings-App nach rechts gewischt und haben unser erstes Date. Ich habe dir schon erzählt, was ich mache, was machst du? Was würde ich sagen? Ich würde sagen, hallo lieber Aaron, schön, dass du da bist als erstes Mal. Und ich bin Konstantin, bin 37 Jahre alt. Ich würde bei einem Date, ehrlich gesagt, nicht so richtig auf berufliche Themen zuerst, aber machen wir trotzdem. Ja, doch, ich bin so eine richtige Mädel, was eigentlich nur sehen will, was du auf der Potter hast. Ist das in Ordnung? ich bin Konstantin, bin 37 Jahre alt. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer oder CEO von Brabus hier in Bottrop im Ruhrgebiet. Ich komme in alles, was ich tue, eigentlich aus einer Markenperspektive, aus einer visuellen, aus einer Designperspektive ins Spiel. Das ist ein Familienunternehmen, was es schon seit 45 Jahren gibt. Und mache heute meinen Job tierisch gerne. Arbeite hier mit einem ganz, ganz tollen Team an immer mehr spannenden Produkten. Und wenn ich jetzt gerade mal nicht arbeite, dann schaffe ich es ab und zu mal ein bisschen Musik zu machen. Spielst du ein Instrument? Gitarre. Und oder ich mache Sport. Das sieht man. Ja, oh, doch. Ich lebe von Reserven. Ja, aber von einem CEO, der 24/7 arbeitet, doch 2-3 Mitarbeiter hat und so ein großes Ding leitet. Hast du einen Buddy, wo ich so denke, du Penner? Ich glaube, der Aaron will hier heute noch was einkaufen. Nee, will ich nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich arbeite ja auch viel und ich werde einfach nur fett. Und dann sieht man jemanden, der einfach viel mehr arbeitet, viel mehr Verantwortung hat, was ich dir von Herzen gönne. Und du bist durchtrainiert und ich denke einfach nur, du blöder Sack. Und dann sagst du, ich hole jetzt hier ein bisschen Naschi und ich hatte gerade irgendwelche komischen Chips und Edamame als Naschi. Also. Wir probieren gerade vegane Snacks aus dem Büro. Das ist ziemlich, it's a deep rabbit hole. Let's not go into it. Also du warst ja bei der Vorstellung. Ich bin heute natürlich super involviert hier mit dem Team und erzähle immer wieder eine gerne Geschichte, wo ich hier die Treppe hochlaufe. Wir sitzen im zweiten Stock in meinem Büro und jemand am Vorbeigehen sagt, hey, ist cool, was du für ein Pulli an, das keiner was war. Und meine Antwort dann so am Handy schreibend im Weiterlaufen ist, ich arbeite nicht hier, ich lebe hier, weil der sagte, ist cool, was du für ein Pulli bei der Arbeit an. Ja. Und dann oben anhalte und mir denke, was habe ich denn eigentlich gerade gesagt? Ich lebe hier heißt, ich bin im Moment echt mit spätestens die letzten 4 Jahre, ich habe vor 4 Jahren die Firma hier übernommen, weil mein Dad sehr plötzlich verstorben ist, mit dem ich lange sehr, sehr gut zusammengearbeitet habe. Und spätestens die letzten 4 Jahre haben wir natürlich hier wirklich Knallgas gegeben. Ich habe wirklich, für mich, ich stecke die Energie hier rein. Ich mache das gerne. Das ist genau das, was ich tun will. Ich habe immer die Frage, so du arbeitest 7 Tage die Woche und jetzt sind wir mal ehrlich, wie viele Tage gehst du motiviert mit guter Laune zur Arbeit? Da sind jetzt mehrere Themen drin. Ne? Lass uns mal das erste Thema machen. 7 Tage die Woche. Wenn du selbstständig bist. Selbst und ständig. Das ist selbst und ständig. Das ist auch tatsächlich so. Du kriegst es, mir fällt es wesentlich schwerer, meinen Kopf abzuschalten und meinen Körper mitzunehmen als umgekehrt. Es ist für mich total easy, meinen Kopf anzulassen, meinen Körper abzuhängen. Und dann so im mit 45 kriege ich einen Herzinfarktmodus durch die Gegend zu laufen, weil ich habe immer genug Ideen. Ideen ist überhaupt kein Problem. Mein Kopf ist die ganze Zeit an. Das heißt, abschalten, Recovery ist definitiv ein Thema. Ich glaube, es können viele Selbstständige können das nachvollziehen. Und trotzdem musst du dir, egal ob du irgendwo als Angestellter arbeitest, ob du Unternehmer bist, ob du Sportler bist, jeder nett, weiß, dass du auf mich zeigst. Ja, jeder weiß, gerade in der Leichtathletik, egal ob im Fitnesssport, beim Fußball, Recovery ist eigentlich das Wichtige. Das ist immer ein Zyklus. Und wenn du nur arbeitest, gehst du genauso kaputt, wie du eben nichts erreichst. Wenn du nur Recovery machst, das bringt dir auch nichts. Das ist immer das Zusammenspiel aus Anspannung und Entspannung. Das ist für mich ein Thema. Das ist definitiv ein Thema. Ich diskutiere mit anderen Unternehmern gerne, auch in vielen unserer Videos immer wieder die Frage, wie viel Manie brauchst du für Unternehmertum? Also wie viel musst du drüber sein? Wie viel musst du in diesem, ich arbeite 7 Tage die Woche, mach nichts anderes und gebe eben mehr Gas als alle anderen, um etwas zu erreichen? Wie viel musst du das wirklich machen? Und ich glaube, dass ich es heute immer besser hinbekomme. Die letzten 4 Jahre waren hier heftig, aber das sieht man natürlich auch nicht nur bei mir, sondern am Progress der ganzen Firma, an dem Fortschritt, den wir als Team hier machen. Ich bin, sage ich jedes Mal dazu, meiner Meinung nach haben wir hier das beste Team der Welt. Zweitbeste, weil meins gibt es noch, aber ja. Okay, das könnte ein spannender Battle werden. Dann, weil wirklich,
ich mache das gerne und ich stehe jeden Morgen auf, weil ich mit diesen Leuten coole Projekte machen möchte. Und trotzdem ist es notwendig, zwischendurch immer mal wieder abzuschalten. Und das ist aber, abschalten heißt für mich, ich fahre dann in Urlaub und sitze mit dem Handy am Pool und arbeite in einer entspannten Umgebung. Oder ich lese ein cooles Buch, was mir natürlich auch wieder beruflich weiterhilft. Also im Liegestuhl am Strand oder so. Ja, das ist jetzt selten, dass ich wirklich nichts mache. Aber das kriege ich ja auch nicht hin, weil du ja immer automatisch, aber das liegt daran, weil du das liebst, was du machst. Du denkst immer dran. Ich würde ja nie sagen, ich arbeite. Ja. Ne, ich sage dann manchmal anderen, ich fahre jetzt arbeiten, weil die verstehen, was ich dann mache. Aber ich stehe ja nicht morgens auf und sage, oh Gott, das muss ich zur Arbeit. Es wäre auch kurios, wenn du sagst, ich gehe jetzt Spaß haben und dann kriegen alle mit, du fährst zur Arbeit. Das so, ist genau, ja nicht in den Köpfen drin. Es kommt häufiger vor, dass ich von einer Reise zurückkomme und dann lass das einen Ort wie Mallorca gewesen sein. Wir bauen Boote. Hm? Mallorca, Mittelmeer ist einer der wesentlichen Märkte. Mallorca, Florida sind die größten Bootsmärkte der Welt. Nicht Mallorca, sondern Mittelmeer insgesamt. Und dann komme ich zurück und dann sagt jemand, ja, wie war der Urlaub? Ich so, Leute, heute ist mir egal. Ja, also heute sage ich da gar nichts mehr zu, aber kommt immer dieses, wie war denn der Urlaub? Eigentlich ist ein bisschen Arbeit immer. Okay, jetzt kommt aber nochmal die Frage. Von 7 Tagen, wo du zur Arbeit gehst, wie viel hast du denn gute Laune? Ich hab von 7 Tagen, würde ich sagen, 6 gute Laune. Das ist gut. Es ist nicht immer möglich, gute Laune definiert nicht, ob ich meinen Job machen will. Ich habe auch nicht immer gute Laune. Ich glaube, es gibt nichts, was du intensiv und dann ultimativ auch erfolgreich machen möchtest, wo du wirklich damit rechnen kannst, jetzt nur gute Laune zu haben. Geht auch nicht, aber ich finde 6 von 7 ist eine gute... Der Clown in der Manege, der hat in der Manege gute Laune zu haben. Das heißt das nicht, stimmt, dass er beim Proben gute Laune hat. Oder der Aaron auf seinem Kanal. Das ist meistens gute Laune, aber meistens heißt ja nicht, dass du dann immer gut drauf bist. Nee, ich glaube, ich bin auch bei 6 von 7 und sage eben, der eine Tag, wo die Laune nicht so gut ist, man hat ja auch nicht nur schöne Sachen. Also jetzt rein theoretisch, es geht ja auch um die Arbeit, Steuern zu bezahlen oder Steuervoranzahl. Du, alleine wenn es das Brief vom Finanzamt kommt, geht die Laune runter, muss man ja sagen. Und man hat ja auch Mitarbeiter, man trennt sich von Mitarbeitern, man muss Feedbackgespräche führen und das sind ja ernste Themen und deswegen ist die Laune nicht immer gut. Deshalb ist die Laune oder auch die eigenen Emotionen sind für mich nicht, wenn das der einzige Gradmesser für die Frage wäre, tue ich das, was ich tue, gerne, hätte ich ein Problem. Also das ist ja, stell dir vor, du willst, bleiben wir beim Beispiel Sport, ja, stell dir vor, du willst der beste Marathonläufer der Welt werden. Und du gehst nur nach der Laune. Das kann nicht funktionieren, sondern du wirst dich quälen ohne Ende, bis du irgendwann da ankommst. Du solltest so viel Passion mitbringen und so viel Leidenschaft und so viel Überzeugung mitbringen, dass du all das in Kauf nimmst. Es gibt ganz viele Teile an meinem Beruf, die ich unterschreibe nicht gerne Rechnungen. Ja, ich bezahle die auch nicht gerne. Ja, also es muss ich trotzdem machen. Ich habe 1000 E-Mails, muss ich mit Schriftverkehr auseinandersetzen, sitzt in hunderten von Meetings. Ganz viele machen mir Spaß. Viele davon machen auch keinen Spaß, aber es gehört zu meinem Job dazu. Das ist wie der Cellist oder der Geiger, der aber für das nächste Konzert, der für das nächste Konzert 8 Stunden am Tag üben muss, proben muss. Und der auch nach dem fünften Tag sagt, jetzt... Oder der nachher Welttour auch nicht mehr Bock hat auf das Letzte. Jetzt könnte ich auch mal was anderes machen gerade. Aber am Ende ist das die Frage, wer bist du, was willst du tun und wofür möchtest du stehen? Und ich wusste schon, es gab sicherlich mal eine Phase, wo ich gegen alles doof fand, was mein Dad gemacht hat. Spätestens Anfang mit dem Studium war mir aber klar, das hier ist was Besonderes. Die Marke ist was Besonderes, das Unternehmen ist was Besonderes. Ich möchte da irgendwann mal Geschäftsführer werden. Und ganz ehrlich, wenn du mich heute fragst, was willst denn du sein, sage ich, ich möchte hier CEO sein. Ich möchte hier ich mache das gerne. Und wenn ich das nicht hier machen würde, wäre mein Ziel, das woanders zu machen. Was wäre noch interessant? Und zwar nicht, weil das bedeutet, lass mich den Ansatz noch sagen, zwar nicht, weil das bedeutet, dass ich hier den längsten habe. Ja, oder dass ich die Visitenkarte toll finde, ist mir vollkommen egal. Sondern weil ich hier Gestaltungsfreiraum habe, weil ich ein Thema nehmen kann, eine Marke nehmen kann, dieses Unternehmen nehmen kann, mit dem Team gemeinsam dann bestimmen kann, wohin wir das jetzt entwickeln. Wenn ich jetzt die Frage stellen würde, du wärst Geschäftsführer bei Bosch oder bei Brabus? Brabus. Wärst du, ist es auch, weil es ein Familienunternehmen ist? Absolut. Deswegen, ich glaube, falls Leute jetzt zuschauen oder hören und nicht wissen, was Brabus ist, kannst du... Ich weiß, du redest gern relativ schnell, so stell mir vor, so Tagebucheintrag, Brabus einmal erklären. Absolut, also auch wieder, schön viele Fragen drin, grundsätzlich erst einmal. Nee, die Frage ist eigentlich, erklär kurz Brabus. Ja, noch, du warst aber vorher Familienunternehmen. Oder ja, da komme ich später nochmal zu. Ja? Gut, machen wir so. Die Brabus ist ein Familienunternehmen aus Bottrop, uns gibt es seit 45 Jahren und wir sind groß geworden mit Tuning.
Also Veredelung von Autos, insbesondere Mercedes-Benz. Später dann Mercedes-Benz Smart, Maybach, alles, was sich aus dem Konzern Daimler inzwischen ja wieder Mercedes-Benz so entwickelt hat. Und das hat sich aber in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren sehr deutlich weiterentwickelt. Zum einen ist die Marke Brabus immer stärker geworden und steht heute für verschiedene Arten von technischen Luxusprodukten. Und auch das Produktspektrum ist immer breiter geworden. Wir bauen heute Boote, wir bauen heute zusammen mit KTM Motorräder und wir haben sicherlich das ein oder andere an neuen Produktsegmenten noch im Vorlauf. Wir haben dieses Jahr Anfang des Jahres ein sehr, sehr schönes Spezialfahrzeug veröffentlicht, unseren Brabus Crawler. Ziemlich heftiges Offroad-Tool, 900 PS, keine Türen, keine Windschutzscheibe, keine Straßenzulassung. Ja. War aber sehr viel eigene Technik in dem Auto. Und das Schönste für mich war ehrlich gesagt, dass hinten gar nicht mehr based on irgendwas drunter steht. Mhm. Zum Beispiel Mercedes-Benz G-Klasse. Was natürlich auch das Ziel war zu sagen, wie interpretieren wir die Marke in einem eigenen Fahrzeug so. Und das ist der Anfang einer spannenden Reise. Heißt, heute steht Brabus für technische Luxusprodukte. Und alles, was wir tun, unterliegt einer ganz spezifischen Maxime, einem Test, den wir das Brabus One Second Wow nennen. Brabus One Second Wow heißt, alles, was wir tun, muss in einer Sekunde sozusagen bemerkt. Du musst es, wenn du ein Fahrzeug, ein Auto von uns zum Beispiel siehst oder ein Boot, genau das Gleiche, hast du eine Sekunde, um es zu sehen. Wir haben eine Sekunde, mich zu begeistern. Wir haben eine Sekunde, dass du dich in das Auto, das Boot, das Motorrad, was auch immer verliebst und dann sagst, oh, wenn ich irgendwann mal das Geld habe oder jetzt, wenn ich beim Händler bin oder wenn ich das nächste Mal in Deutschland bin, dann möchte ich sowas haben. Okay, natürlich wart ihr noch nicht direkt Brabus, die Supermarke, weil als ich das erste Mal herkam, war ich ja geschockt. Wir kannten uns über den lieben Kollegen Philipp, den kann man auch einmal grüßen, dann kommt man hierher gefahren und kriegt mit, es ist ja wirklich riesig. Mhm. Also es ist ja wirklich von Halle A zu B, ist ja im Disneyland einfacher von Indiana Jones zu Space Mountain zu kommen. Ja, sagen wir mal so, wenn du dich für technische Produkte interessierst, insbesondere wenn du Autofan bist, dann ist natürlich haben wir hier in Bottrop so das ein oder andere zu bieten. Genau. Und das hat man sich erarbeitet, Familienunternehmen. Das heißt, wer hat angefangen und wer hat am Anfang zuerst sich die Hände dreckig gemacht? Mein Vater hat Brabus gegründet, 1977. Wir können aber noch einen Schritt weiter zurückgehen, weil immer die Frage ist, wo hat er das denn gelernt? Das erste Foto, was ich von meinem, oder eins der allerersten Fotos, die ich kenne von meinem Opa, ist eines, wo er in einem amerikanischen Trailer hier ungefähr 500-600 Meter Luftlinie entfernt auf einem Schotterparkplatz sitzt, da sein Büro drin eingerichtet hat, am Schreibtisch sitzt und von dort aus Autos verkauft. Er hat dann 5-10 Jahre später seinen ersten Autoladen eröffnet. Hat er direkt damit angefangen oder hat Opa, keine Ahnung, zu der Zeit Drechsler, ich weiß es nicht, Maker gelernt und dann gesagt, ich mache Auto, ich weiß. Grundsätzlich war er Händler, hat davor Kohlen gehandelt, also alles, was, wir sind ja hier im Ruhrgebiet, im Bottrop, und alles, was hier passiert, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, ich sage jetzt mal in 80% der Familien, egal wo du hingehst und du fragst, was haben die Leute hier, was haben eure Großväter, eure Urgroßväter, was haben die beruflich gemacht, das hat alles immer was mit Kohle zu tun. Mhm. Entweder haben sie in der Zeche gearbeitet oder in der Kokerei gearbeitet oder irgendwas hat es immer mit Kohle zu tun gehabt. Und mein Opa war Kohlenhändler. Tatsächlich nur mit dem Pferdewagen, dann hier durch die Städte gezogen und hat Kohle verkauft. Und irgendwann waren die Pferde nicht mehr so hin? Genau, da hat er mit Jahreswagen gehandelt, mit verschiedenen Autos gehandelt, ist mit einer Truppe an Leuten durch die Gegend gefahren, hat vernünftige Autos gesucht, die gesammelt, auf den Parkplatz gestellt, verkauft. Ganz normaler Autohandel. Verrückt. Also ich muss trotzdem nochmal sagen, man kennt es ja, ich kenne es durch Berlin, wenn ich zu meinem Kaufland laufe, laufe ich da auch an so 4-5 Autohändlern vorbei, die Auto. Und so hat Opa angefangen. Mhm. Wahrscheinlich nicht dieses komische Lametta-Band, was ich immer so kitschig finde. Kann sein. Also kann sein. Also mit Sicherheit. Alle Bilder im Kopf sind korrekt. Schön. Dann hat er irgendwann seinen Autoladen eröffnet. Und das, was, wir haben heute ein nettes Video gedreht mit den Gewinnern unseres Gewinnspiels. Du erinnerst dich, wir standen vorne vor unserem Laden. Vor dem heutigen Laden gegenüber auf der anderen Seite der Landesstraße ist heute ein Rewe, der so einige architektonische Themen aufweist. Das ist eine Spitze an einer Seite im Gebäude, die du auch bei uns in einem dem ältesten Gebäude hier wiederfindest. Und der Grund dafür ist ganz einfach, dass das der Laden meines Opas war. Da hat irgendwann mein Dad dann als Verkäufer angefangen, als junger Mann, während er BWL und Jura studiert hat. Und der hat er sich mit Autotuning selbstständig gemacht. Er ist in einem ganz, ganz kleinen Shop nebenan. Das war dann sozusagen der alte Laden meines Opas. Da gab es mal so eine kleine Boutique vorher neben der Grundschule. So richtig mit Hi-Fi-Studio und konntest kleineres Zubehör kaufen. Und irgendwann wurde dann diese Landesstraße gebaut und er hat sich die Grundstücke gesichert, wo wir heute auch noch unser, wir sagen immer Brabus HQ, also unser Hauptquartier haben.
die Zentrale und hat den ersten Teil des Gebäudes gebaut, in dem wir hier sitzen. Und wirklich das als Geschäft eröffnet, Autos ausgestellt und das Ganze wurde immer professioneller. Da sind wir dann so, ich sag mal, Gründung Brabus GmbH 1977 und das, der Bau war dann Richtung, müsste ich jetzt wirklich überlegen, ich sag mal, da war ich, Einweihung war ich gerade. Was für ein Baujahr bist du? Ich bin Baujahr 84. 84, also hat Papa schon 7 Jahre. Genau, und ich habe zur Eröffnung, erinnere ich mich, noch so einen riesengroßen Teddybär bekommen, also riesengroß. Nicht ja, wahrscheinlich warst du da klein, aber ja. Kannst du noch so, ne, ich weiß nicht, 50, 60 Zentimeter groß, den habe ich heute noch. Und das ist meine erste Erinnerung an den Laden. Ich habe wirklich, witzigerweise, als eins der ersten Videos, die wir gemacht haben, haben wir irgendwann mal gesprochen. Du hast mich gefragt, seit wann ich hier arbeite. Und wir waren ja gerade in der Werkstatt. Ja. Und meine Antwort damals war, ich habe hier laufen gelernt. Genau. So. Und das ist auch so. Also ich bin wirklich, mir hat LinkedIn vor einiger Zeit mal ein 10-jähriges Jubiläum angezeigt. Ich fand das irgendwie witzig, weil ich dachte irgendwie, das muss ich da falsch eingestellt haben. Das stimmt auch. Ich muss auch sagen, heute beim Rundgang, wir sind heute wieder durch die Hallen gegangen, da kam der Jörn, der dann erzählt hat, dass er 25 Jahre im Geschäft ist. CTO, genau. Das ist schon verrückt, dass es auch hier so familiär ist. Jetzt habe ich die Frage natürlich, wie war dein Verhältnis mit deinem Opa? Mein Verhältnis mit meinem Opa war... Das ist eine Frage, die hat mir tatsächlich noch niemand gestellt. Also ich hatte ein gutes Verhältnis zu meinen Großeltern. Allerdings hat mein Vater irgendwann sich mein Vater hat sich dann ja selbstständig gemacht auf die andere Straßenseite, ist ein bisschen wie bei Dallas, ja. Ja, wirklich. Auf die andere Straßenseite gegangen, hat sein eigenes Gebäude gebaut und sein eigenes Ding gemacht. Und da auch nur sehr, sehr, sehr begrenzt Hilfe von meinem Opa bekommen. Also wirklich einfach, heute würdest du sagen, Bootstrapping. Okay. Von Grund auf selbstfinanziert dieses Unternehmen aufgebaut. Und hat sich dann aber leider nach dem Tod meiner Oma so sehr mit meinem Großvater zerstritten, dass sie bis zum Tod meines Opas nicht mehr miteinander gesprochen haben. Hattest du trotz ihrem Streit noch Kontakt mit Opa? Sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Weil natürlich das, ich war da auch noch relativ klein. Mhm. Und das war immer ein Thema. Und heute ist es wirklich so, dass wenn es in der Familie mal Streit gibt, ist das wie so ein automatischer Ausknopf. Also wenn wir an den Punkt kommen, dass wir wirklich streiten, gibt es irgendwann jemanden, der sagt, nee, aber nicht so wie bei Papa und Opa damals. Und dann, wir sind sowieso zum Glück sehr vernünftig. Das ist generell nicht nur in der Familie, sondern auch im Unternehmen, muss ich sagen, haben wir eine, ich finde, sensationelle Kultur. Für mich ist immer die Frage, wie erkläre ich, also wo, das ist Familie, Business, bei uns ist es eh eins, wie erkläre ich dem Team, ich habe da vor einiger Zeit mal ein Video drüber gemacht, die 10 Meeting Rules bei Brabus. Wie erkläre ich dem Team, dass ich eine Kultur möchte? Das war das Schwierigste im Video, in der ich möchte, dass sich Menschen streiten. Streit produziert Innovation, Debatte produziert Innovation. Das Ganze haben wir inzwischen zusammengefasst als unsere Meeting-Regel Nummer 1, die heißt, das ist doof, nicht du bist doof. Also wenn hier diskutiert und gestritten wird, dann geht es um die Sache. Und ich bin strikt gegen jegliche Art von persönlichen Angriffen, weil ich das einfach falsch finde, ist nicht die Art von Kultur, in der ich leben und arbeiten möchte. Aber die Debatte an sich, die Diskussion an sich. Timo, guck, bei mir heißt es auch immer, das ist scheiße, nicht du bist so. Scheiße. Du kannst sein, wer du möchtest. Du kannst sein, wie du möchtest. Du kannst, egal wo du herkommst, egal welche Hautfarbe du hast, egal mit wem du schläfst, herzlich willkommen bei Brabus. Hier zählen nur zwei Dinge. Nämlich erstens, dass du dich ins Team einfügst und klarkommst mit allen. Und wir hinterher besser performen als vorher. Und dass du wirklich den Karren auch mitziehst. Mhm. Und wir dich nicht hinterher schleifen müssen. Der zweite Punkt gefällt mir sehr gut. Das ist wirklich, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass jeder, egal wo und aus welchem Kontext er oder sie hier hinkommt, sich hier wohlfühlt. Und ich glaube, du bist jetzt ja einige Male schon hier gewesen, ich glaube, das merkt man auch. Ja. Ne, Kultur, was ist Kultur? Kultur ist der Plural von Persönlichkeit. Und wenn ich heute meinen Job auf ganz wenige Themen reduzieren müsste und nichts anderes mehr machen dürfte, ich würde keine E-Mail mehr lesen, ich würde keine einzige Rechnung mehr unterschreiben, ich würde mich nur um die Kultur dieses Ladens kümmern. Ich würde mich nur um die Persönlichkeit der Truppe hier kümmern, weil ein guter Prof von mir in der Uni in den USA mal gesagt hat, Kultur frisst Strategie zum Frühstück. Und ich füge immer gerne noch hinzu, Kulturfriststrategie zum Frühstück, und zwar bevor du und ich morgens aufgestanden sind. Ja. Es ist egal, was du auf PowerPoint-Slides schreibst. Es ist egal, was du proklamierst als Chef von oben herab auf einer Bühne. Wenn du es nicht lebst, wenn du es nicht vorlebst, wenn meine Kolleginnen und Kollegen hier nicht das Gefühl haben, dass ich das, was ich erzähle, auch selber tue, keine Chance.
Keine Chance. Okay. Und das ist doof, nicht du bist doof, ist heute einer der wesentlichen Grundsätze, mit dem wir arbeiten. Und hier gehen viele Dinge schief. In jedem Laden gehen Dinge schief. Ich will sogar, dass, wenn nichts schief geht, dann machen wir zu wenig. Das gefällt mir auch sehr gut, diese Aussage. Okay, so, dann hat Papa, ich finde es aber auch gut, also die Situation zwischen deinem Papa und deinem Opa war jetzt nicht optimal, sogar eher alles andere, aber du ziehst da das Beste raus. Ja, definitiv. Und das Verhältnis zu deinem Papa war aber immer bombastisch und ihr, du hast eben doch gesagt, ihr wart eigentlich sehr gut. Ich habe, sowohl meiner Mutter als auch meinem Vater heute noch zu meiner Mutter ein Top-Verhältnis, zu meinem Vater lebt er leider nicht mehr. Ein wirklich gutes Verhältnis gehabt. Er war wirklich ein Vollblutunternehmer. Vollblut, Oldschool Vollblutunternehmer. Das zum einen war ein sehr, sehr charismatischer Mensch, eine echte Erscheinung. Das hat unter anderem, ist eine spannende Geschichte, sozusagen unsere heutige Social-Media-Strategie ausgelöst, weil wir also leider nicht mehr da waren. Wir überlegt haben, wie ersetzen wir jetzt das Gesicht? Mhm. Und dann sind wir leicht übers Ziel hinausgeschossen, sodass das heute ein wesentlicher Teil der Marke geworden ist. Aber er war ein sehr, sehr charismatischer Unternehmer. Er war ein unglaublicher Verkäufer. Ich habe und insgesamt wirklich ein toller Unternehmer. Ich habe ganz viele Jahre von ihm lernen dürfen und ich realisiere heute noch Dinge, die ich von ihm gelernt habe. Das heißt, während ich es mitbekommen habe, habe ich gar nicht unbedingt gemerkt, dass ich da wirklich für meinen Job heute, für den Kontext, in dem ich unterwegs bin, genau die richtigen Festplatten eingebaut bekomme. Das realisierst du teilweise erst Jahre später. Ich habe sehr, sehr gut mit ihm zusammengearbeitet. Er war überhaupt kein einfacher Mensch. Überhaupt kein einfacher Mensch. Er war ein sehr, sehr in meine Richtung, gerade ein extrem anspruchsvoller Mensch. Also ich bin nicht zwei, nicht drei, ich bin, glaube ich, 15 extra Runden gelaufen. Und das war auch fürs gesamte Team so. Weil er war nicht einfach. Weil er einen Riesenanspruch hatte, weil er ein Riesenperfektionist war. Und weil er auch ziemlich viele Dinge wusste und auch meistens wusste, wie es richtig geht. Aber natürlich auch ein sehr energischer Mensch war, der sich durchsetzen konnte. Ich habe lange mit ihm gearbeitet, habe sehr gerne mit ihm gearbeitet. Und gab es aber irgendwann, gibt es ja immer so die Punkte, wo du dich an, dass ich bin heute im Vorstand der jungen Unternehmer in Berlin und vertrete in der Funktion zusammen mit wirklich anderen tollen Leuten wie Sana Röser, die ich immer so scherzhaft als meine Chefin betreibe, ist unsere heutige Vorsitzende, absolut tolle Frau, tolle Unternehmerin. Wir vertreten deutschen Mittelstand. Ich höre viele Unternehmergeschichten. Und es gibt so Muster, die immer wieder kommen. Wenn du als Sohn, als Tochter in den Laden deiner Eltern einsteigst, in den Laden deiner Tante, deines Onkels einsteigst, wie auch immer die Konstellation gerade ist, kommt immer irgendwann der Punkt, wo du aufhören musst, dich als Sohn, als Tochter, als Nichte, Neffe, wie auch immer, mit der jeweils älteren Generation zu unterhalten. Sagen wir mal, Tochter und Vater oder Sohn und Vater ist die häufigste Konstellation in der deutschen Wirtschaft, sondern du auf Augenhöhe anfangen musst zu kommunizieren, weil der eine älter wird oder beide werden im Idealfall zugleich älter. Die Differenz bleibt ja bekanntermaßen die gleiche. Da ist natürlich eine nachwachsende Generation, die erwachsen wird und eine ältere Generation, die vielleicht bei sich vielleicht auch immer irgendwann die Prioritäten im Leben ändern oder die auch einfach wirklich älter werden und irgendwann auch ein bisschen abbauen, mal was anderes machen möchten, vielleicht nicht mehr den gleichen Drive mitbringen wie vorher. Das ist ja ein natürliches Thema, was da passiert. Und du musst irgendwann auf Augenhöhe kommen. Das ist passiert und das löst in den allermeisten Fällen, nicht immer, ich bewundere Familien, die das so hinkriegen, löst das Konflikte aus. Bei uns hat das natürlich auch, bei meinem Vater und mir hat das auch einen heftigen Konflikt ausgelöst, weil es irgendwann den Punkt gab, wo ich sage, ja, ich drehe gerne mal die eine oder andere Extra-Runde. Aber immer 20 extra Runden zu drehen und dafür immer noch nur Ärger zu kriegen. Da hatte ich keinen Nerv mehr zu. Ich hatte meine Vorstellungen und hatte meine Gedanken, wie wir die Firma gestalten sollten. Ich war jung und ich wollte sie durchsetzen. Heute erkenne ich, in 60-70% der Fälle hatte der Alte recht. Das sind Themen, die heute, das siehst du natürlich heute in nicht den gleichen, aber in zwar meinen eigenen, aber ähnlichen Fußstapfen sehe ich das. Wie wäre die Reaktion, wenn du jetzt sagen würdest, Mensch, Alter, du hattest wirklich am Ende in 70% recht? Heute, ich frage mich heute häufig, wie es wäre, wenn wir nochmal miteinander sprechen könnten. Das wäre eine unheimlich interessante Konversation. Die Gelegenheit habe ich leider nicht. Aber er hatte natürlich eine Menge Lebenserfahrung. Das 40 Jahre lang hat er das Unternehmen aufgebaut und hat es geleitet. Und alles, was ich tue, und das siehst du natürlich als junger Mensch, manchmal nicht. Ne? Du kommst da rein, du hast Ideen, der Alte lässt dich nicht. Neue Webseite bauen war damals so ein Thema. Unsere Webseite war veraltet, wollte ich neu machen. Werkstatt modernisieren. Vertrieb ein bisschen anders gestalten. Ich habe hier angefangen, also erste Führungsposition war ich hier Vertriebsleiter.
Und da war eben immer einer, der hatte eine eigene Meinung. Das ist der Chef, ist mein Laden. Und solange du die Füße noch unter meinen Tisch stellst, wir kennen das Thema alle, sind die Wände eben so und nicht in eine andere Farbe. Das hat irgendwann einen Konflikt ausgelöst, in dem ich sehr deutlich gesagt habe, dass ich da keine Lust mehr drauf habe. Das ist die politische Formulierung. Und ich dann der erste mir bekannte Mensch in Deutschland bin, der wegen Toilettenpapier fristlos entlassen wurde. Oh. Und ich war dann tatsächlich auch 7 Monate mal nicht, ich glaube 5, 6, 7 Monate waren es, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, mal nicht im Unternehmen. Und zwar war das eine Situation, in der ich an einem Wochenende auf eine Hochzeit eingeladen war. Und mein Dad mich anruft, es ging tatsächlich um eine Lieferung Klopapier. Also so blöde es irgendwie sein kann. Es hätte auch eine Schraubenkiste sein können. Es hätte eine Marketingstrategie, okay. Irgendwas Schönes, irgendwas Eloquentes. Es ging um eine blöde Lieferung Toilettenpapier. Kam irgendwie ein LKW irgendwo an und rief an und sagte, komm, du kümmerst dich jetzt. Und ich sagte, Papa, ich bin aber zur Hochzeit eingeladen. Ich habe schon hier meinen Anzug an und bin auf dem Weg und wir stehen jetzt gerade hier zu Hause und fahren los. Ja, nee, das machst du jetzt. So, gibt dann eben ein Wort das andere. Das ist natürlich nicht, wie es häufig der Fall ist, nicht diese Situation, sondern es ist einfach der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und dann gab ein Wort das andere und die Konversation endete mit meinem Satz, nimm dein Scheißgeld und flieg zum Mond. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und ich habe es auch so gemeint. Und daraufhin eskalierte es und er hat dann auch gesagt, dass er mich jetzt ab sofort in der Firma nicht mehr sehen wollen würde. Mit anderen Worten, fristlose Kündigung. Und ich habe das tatsächlich so gemeint und das war der Moment, kann ich heute so in der Retrospektive sagen, das ist dann der Moment, wo ich wirklich, wo zwei Generationen sich angleichen und der danach kommt, das ist eine relativ häufige Konstellation, geht aber vielleicht auch umgekehrt. Das sind nicht immer die Älteren, mit denen die Jüngeren Probleme haben. Es gibt da auch durchaus Dynamiken, wo ich als Heutiger sage, ich habe mich unmöglich benommen als Nachfolger. Ne? Wie gesagt, 70% der Fälle hatte der Alte recht. Das Gewitter, was dann folgte, ich war dann weg. Ich bin zu einem Freund gezogen, ich war off the radar, ich habe angefangen, mir einen anderen Job zu suchen. Ihr habt wirklich, nimm dein Scheißgeld, flieg zum Mund. Das ist so, hier, das war über meine rote Linie und okay. Rolf Dobelli, ein toller Autor, den ich sehr mag, nennt das in seinem, ich komme auf den Buchtitel nicht, aber nennt das den Kreis der Würde sozusagen, das war der eine Schritt zu viel. Ne, das ist der Kreis der Würde, ist der Kreis, okay. Wo du dann sagst, jetzt no more, nicht mit mir, hier bin ich raus, egal welche wirtschaftlichen Konsequenzen das für mich hat. Und das hat dazu geführt, dass wir länger nicht miteinander gesprochen haben. Beide furchtbar unglücklich damit waren und irgendwann hatte er dann Geburtstag gehabt, war im Urlaub und meine Family hat mich überzeugt, dann doch hinzufliegen. Und dann lagen wir uns natürlich in den Arm und dann war es auch wieder gut. Und ab dem Moment, und da bin ich heute unglaublich dankbar für, ab dem Moment haben wir auf Augenhöhe miteinander gearbeitet. Und in der Zeit, dann hatte ich ein paar Jahre mit ihm, 2, 3 Jahre hatte ich dann noch mit ihm, bin ich zum einen beruflich noch mal viel näher an den Rand gerückt, bin hier in der Company ins Board gegangen, habe ihm immer mehr abnehmen können. Er hat mir immer mehr, er ist der gleiche Mensch geblieben. Ne? Also da findet jetzt nicht über Nacht eine Verwandlung statt. Nee. Und dann macht dann der Elternteil, in meinem Fall mein Vater, auf einmal immer nur das, was du willst. Natürlich nicht. Aber ab dem Moment haben wir angefangen, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Es war vollkommen klar, wo die Grenzen sind. Und das ist ein Abgleich, der muss stattfinden, wenn mehrere Generationen gemeinsam in einem Unternehmen arbeiten wollen. Denn es prallen zwei. In einem Familienunternehmen ist eines besonders. Es prallen immer zwei völlig unterschiedliche Systeme, zwei unterschiedliche Maximen aufeinander. Du hast auf der einen Seite das Unternehmen. Unternehmen bist du performanceorientiert. Es geht um Leistung. Mhm. Wenn du keine Leistung bringst, gehst du pleite. Also geht es um Leistung. Wenn du gut bist, kommst du weiter. In der Familie auf der anderen Seite ist genau das nicht die Maxime. Es geht um Liebe. Wenn du dazugehörst, dann lieben dich zumindest in allen normalen Familien, lieben dich deine Eltern. Und zwar egal, was du machst und stehen hinter dir und unterstützen dich und egal, wie doof du dich anstellst, du gehörst immer zur Familie. Und das prallt natürlich im Familienunternehmen, prallt das wirklich mit Vollgas aufeinander. Und es geht eben nicht nur um Leistung und es geht eben nicht nur um Dazugehören, sondern es geht irgendwie um beides. Das schafft ein Dilemma. Ein Dilemma ist ja ein Dilemma, weil du dich lösen kannst. Mit dem du irgendwie umgehen musst. Und genau daraus entstehen solche Konflikte. Und wir sind eben damit umgegangen, indem es einmal dieses Gewitter gab. Gewitter können auch reinigen, sagt meine Mutter. Das war sehr, sehr reinigend. Und danach muss ich sagen, deshalb bin ich extrem dankbar um die Zeit, die ich dann noch mit ihm hatte. Denn ich bin unter anderem nach dem Studium,
Ich habe Wirtschaft, Neudeutsch, Business Stanford, oder? Business Economics in Witten-Herdecke studiert und ich war dann auch mal in Stanford für eine nette Zusatzausbildung. Ne? Also ich habe in Witten-Herdecke Wirtschaft studiert, das ist eine Uni, die 40 Kilometer weg ist, hätte auch weiter weg sein dürfen. Im Nachhinein, weil ich natürlich nur gearbeitet habe während meines Studiums. Da kam immer irgendwann der Anruf, oh Gott, ich komme mal für ein Meeting vorbei und aus einem Meeting wurde dann der ganze Tag inklusive Abendessen und war dann auch mal in Stanford für eine Zusatzausbildung, wo ja wirklich Philipp, ja, oder unser gemeinsamer Kollege, PJ, hingegangen ist für sein MBA und ich ihn mal besucht habe, war völlig fasziniert und habe dann, ich habe im Studium Fokus Projekt und Portfolio Management gemacht, also nicht Finanz, nicht Assets, Asset Management, sondern Portfolio im Sinne von mehrere Projekte, was mir sehr zugute kam, hinterher und auch heute noch. Und habe dann in meiner Abschlussarbeit im Master auch ein Projektwesen und Prozesswesen für dieses Unternehmen entworfen, wo damals witzigerweise meine Profs sagten, ja, ist alles viel zu theoretisch, wenden Sie sowieso nicht an. Und es ist jetzt 4,5 Jahre später, wir haben natürlich nicht diese Version, aber wir haben sehr viel, ich würde sagen 80% von dem haben wir umgesetzt. Und das ist eine echt spannende Nummer. Jetzt hast du ja erzählt, du hattest dann noch 2-3 gute Jahre mit Papa. Da ist mir aufgefallen, auch den ganzen Tag, du sagst öfter sowas wie, ich werde nicht direkt mit einem Herzinfarkt sterben oder oh, ich will mich gesund ernähren, weil fit sein und so. Hat dich das schnelle Ableben von deinem Papa, das Unerwartete, umdenken lassen, körperlich? Oder warst du schon immer so Gesundheit? Ja, gibt es zwei Geschichten zu, die mein Leben sehr geprägt haben. Zum einen natürlich genau das Thema, mein Dad ist dann 2018 an den Folgen des Schlaganfalls verstorben. Das war was wir lange haben kommen sehen, weil er jemand war, der wirklich, das war ein Mensch, der nur ein Gaspedal hatte und keine Bremse. Und 50% meiner Gene kommen natürlich von meinem Dad. Ich habe manchmal das Gefühl ein bisschen mehr, zumindest beruflich. Ich bin ihm sehr ähnlich und dementsprechend habe ich natürlich alles schon mal erlebt. Also du lernst ja von deinen Eltern nicht nur die Dinge, die gut sind, sondern du lernst ja auch von deinen Eltern die Dinge, die nicht gut sind und wo du sagst, das möchte ich in meinem Leben auf gar keinen Fall. Und das ist dementsprechend sicherlich eine der Situationen, wo ich ganz klar sage, ich möchte, dass meine Familie mehr von mir hat und dass ich nicht nach 62 Jahren tot umfalle und auch schon vorher viele gesundheitliche Probleme habe. Er hat schlicht und einfach immer das Unternehmen über alles andere priorisiert. Da sind wir wieder bei der Frage, wie manisch, wie drüber musst du sein, um ein erfolgreicher Unternehmer zu sein. Es gibt sicherlich hat das Vorteile. Er war sehr erfolgreich, sein ganzes Leben lang. Aber jetzt kann ich auch fragen, wie definierst du Erfolg? Wenn wir uns, ich glaube, Tony Robbins hat das mal mit 7 verschiedenen Dimensionen gemacht und eben davon ist nur eine Geld. Und ich schaue mir das heute immer wieder genau an und frage mich auch manchmal, wofür machst du das? Wie hoch ist der Preis, den ich zahle, um das hier tun zu können? Und nur Unternehmer sein, um eben finanziell erfolgreich zu werden, ist totaler Schwachsinn. Ich begegne häufig jungen Leuten, die dann sagen, oh, ich will auch mal Unternehmer, ich möchte auch Unternehmer werden, ich möchte gerne auch reich sein. Dann frage ich immer, ich möchte auch reich sein. So Leute, was glaubt ihr, wer ich bin? Wir sind ein ganz normaler Mittelständler, der seit 45 Jahren gut läuft, muss man dazu sagen. Ja. Also ich bin sicherlich nicht arm, ich bin aber nicht Rockefeller. Und zweitens sage ich dann immer, das ist der falsche Ansatz. Wenn du Unternehmer werden möchtest, um reich zu werden, eine gesunde finanzielle Entlohnung für das, was du tust, gehört dazu. Aber wenn du Unternehmer werden möchtest, um reich zu werden, Leute, falsch, völlig am Ziel vorbei. Das ist Sätzen 6. Ja, weil dafür ist heute, wenn du die Art und Weise anschaust, wie ich lebe, wie ich arbeite, wie intensiv das Ganze ist, welchen Preis du hast, das ist keine Beschwerde, das ist einfach nur eine Beschreibung. Was sind denn die schlimmsten Preise, die du zahlst? Du machst nichts anderes. Das ist, ich habe eine, alles, was ich tue, unterwerfe ich heute der gleichen Regel. Könntest du sagen, bei Brabus haben wir unser One Second Wow, das gleiche habe ich auch für mein Leben. Ich nenne das meine persönliche Lebensregel. Das ist die 85-10-37 Regel. 85-10? 37. Das ist aber mehr als 100. Nee, die funktioniert folgendermaßen. 85 Jahre ist meine und auch deine als Männer statistische Lebenserwartung. Hab ich Wenn noch, jetzt einer kommt und sagt, da sind aber 84,5, okay, fein, Leute, darum geht's nicht. Aber gehen wir mal von den 85 aus. Habe ich irgendwann mal gelesen. Funktioniert aber mit jedem Durchschnittsalter. 85, 10, 37. 85 Jahre leben du und ich statistisch als Männer auf diesem Planeten. 10 ziehe ich jetzt einfach mal ab für schlechte Führung. In meinem Fall, ich war schon mal sehr krank und fast, meiner Meinung nach, fast tot. Hatte einen Hirntumor vor 11, 12 Jahren.
und bin auch am Hirn operiert worden, habe lange gebraucht, um wirklich mich gesund zu fühlen. Was heute meine Managementphilosophie und die Art und Weise, wie ich meine Arbeit mache, sehr verändert, das ist das zweite Thema neben dem Tod meines Vaters, weil du ja nach Gesundheit und Lebensstil gefragt hast. Also 85 Jahre leben wir beide auf diesem Planeten, 10 Jahre ziehen wir ab für schlechte Führung, 37 bin ich alt, 85 minus 10 minus 37 sind 37, Halbzeit. Ui. Genau. Eine Generation. Was ist eine Generation, in der du wirken kannst, in der du dir dein Lebenswerk aufbauen kannst, in der du vergisst das Lebenswerk, das kann man ja auch fragen, ist das für andere, in der du für dich Dinge tun kannst, mit denen du dann glücklich bist. Und wenn du auf dein Leben zurückschaust, sagst, habe ich gemacht, finde ich gut. Oder auch habe ich verpasst, finde ich nicht gut. Das sind nicht 100 Jahre, das sind nicht 85 Jahre. Die Zeit, die du wirklich wirken kannst, in einem Familienunternehmenskontext, eine Generation, das sind 30, 40 Jahre. Ich habe überhaupt keine Zeit zu warten. Ich habe auch schon mal selber erlebt, wie es ist, wenn du aus dem Fenster schaust. Bei mir war das Neurochirurgie Recklinghausen, ich glaube vierte, fünfte Etage. Und du siehst zwei Dinge. Du siehst, die Welt hält gar nicht an. Da unten sind die Spaziergänger mit ihren Hunden unterwegs. Und du weißt, du kriegst gleich die Narkose und weißt nicht, ob du wieder aufwachst. Und ist das der letzte Baum, den ich sehe? Das sind so die zwei Gedanken, an die ich mich erinnere. Und alles danach, als ich das irgendwie hinter mir hatte, plus dann die Geschichte mit meinem Dad erlebt, war völlig klar, wir geben hier Gas. Ob wir hier investieren, wir investieren momentan wieder sehr, sehr viel in den Campus, in neue Hallen, in Maschinen, in Menschen, die an Bord kommen, tolle kreative Talente und viele Dinge mehr. Neue Produkte, auch experimentelle Sachen, weil ich einfach Lust habe, Dinge auszuprobieren mit der Marke. Marke braucht Bewegung. Wenn eine Marke keine Bewegung hat, dann bewegt sich nichts. Wenn sich nicht, ne, und alles, was nicht wächst, stirbt. Ich habe überhaupt keine Zeit zu warten. Wir investieren einfach. Ich habe die Überzeugung, dass das hier das ist, was ich tun will. Und deshalb zurückkommen zu dem Thema, ich will Unternehmer werden, um reich zu sein. Das ist für mich eine vollkommen leere und ideenlose Floskel. Aber das ist die 85-10-37-Regel und die ändert sich natürlich jedes Jahr. Ja. Die Uhr tickt und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen gar nicht realisieren, wie wenig Zeit sie eigentlich haben, die Dinge zu tun, die wirklich ihnen am Herzen liegen. Und das, was wir heute, das ist sowohl meine Lebensanstellung, das siehst du hier aber im Team auch. Wir haben heute, wir sind 400, knappe 400 Leute. Ne? Wir sind, ich glaube, heute 383, müsste ich heute nachher, und sind wir ein paar dazugekommen, 300, sagen wir mal 383 Leute. Man kann auch immer sagen, du suchst dringend gute Leute. Ich suche dringend gute Leute, Social Media. Gerade im Bereich Social Media, aber auch immer wieder in technischen Berufen, in Engineering-Berufen, aber jetzt gerade, weil wir natürlich hier auch sitzen. Wenn ich deinen Kameramann sehe, weiß ich, warum du Kameramann suchst. Besser Kameramann Europas. Ne, Cedric? Nein, wir haben ein tolles Team im Bereich Kommunikation, sind von, ich glaube, 3 auf 20 Leuten gewachsen. Das ist schon krass. In den letzten 4, 5 Jahren produzieren heute, ich würde sagen, 90-95% unseres Contents, inklusive Commercials, inklusive Vlogs, produzieren wir alles komplett selber. Stark. Weil ich eben Dinge hier, wir sind immer im gleichen Thema, weil ich Dinge unternehmerisch hier selber machen möchte. Ich bin hier nicht, um mit Gehalt A versus B nach Hause zu gehen. Das ist ein Teil der Gleichung, sondern ich bin hier, um coole Projekte zu machen. Und zum Beispiel ne, Social Media, Content selber machen, coole Dokumentationen gehen, war eben eins der Dinge, wo ich dann gesagt habe, das möchte ich hier selber machen. Mhm. Und da bauen wir die Struktur auf. Investieren genauso, wie wir in neue Lagerhallen investieren. Und ich habe keine Zeit zu verlieren. Sondern wenn das finde ich, muss der wahre Grund dahinter sein, warum du selbstständig bist, warum du Unternehmer wirst, warum du musst Bock auf ein Thema haben, du musst leidenschaftlich dieses Thema verfolgen. Und um zu den Generationenkonflikten zurückzukommen, die sich dann so zwischen zwei Generationen ergeben, sage ich heute gerne und immer wieder den Satz, wenn du ein Unternehmer, gerade wenn ältere Unternehmer dabei sind, wenn du Kinder hast, die dich nicht mit guten Ideen, mit Passion, mit Leidenschaft aus dem Laden treiben, schmeißt sie raus. Dann gehören die da nicht hin. Ne? Natürlich nicht, wenn du 20 bist, nicht wenn du 25 bist. Aber wenn du 30, 35 bist und du schiebst deine Eltern, deinen Onkel, deine Tante, wer auch immer es ist, schiebst du, hoffentlich konstruktiv und auf nette Art und Weise, nicht so wie bei mir, schiebst du mit guten Ideen nicht aus dem Laden. Dann gehörst du da nicht hin. Weil wann willst du denn der Unternehmer werden? Ein Unternehmer ist ja im Idealfall, wenn er sein Unternehmen vertritt, sein oder ihr, auch jemand, der für diese Marke steht, die überzeugend rüberbringt, das gegenüber Kunden, gegenüber Banken, gegenüber Shareholdern, gegenüber wem auch immer, immer wieder tut und Menschen davon überzeugen muss, wenn du da nicht selber dahinter stehst, wenn du nicht selber die Energie und die Motivation hast,
den Laden voranzutreiben, wo alle Augen auf dich gucken und auf Entscheidungen warten und auf die Energie, die Inspiration, die Motivation für das Geschäft, die Weiterentwicklung des Geschäfts warten, dann gehörst du da nicht hin. Hast du recht. Du bist ein Fremdkörper im eigenen Laden, das passiert. Parasit. Genau, bist du ein Fremd oder bist jemand, der nur davon lebt, dass dieses Gebilde existiert. Dass Papi gute Arbeit gemacht hat und ich werde dick. So. Das kann nicht die Zukunft von Unternehmertum sein. Also du musst den Laden zu deinem eigenen machen. Du kannst das Unternehmen deiner Eltern übernehmen, aber dann musst du es zu deinem eigenen machen. Und du kannst auch, und das ist ein spannendes Konstrukt, was ich Footsteps of a Dead Man nenne. Mhm. Du kannst dir die Frage stellen, das ist mir sehr bewusst geworden, wie lange, wenn du etwas übernimmst von deinen Eltern, läufst du in den Fußstapfen, das gilt nicht nur für ein Unternehmen, das gilt auch für ein Leben allgemein, wie lange läufst du in den Fußstapfen, den Werten, der Kultur, den Hobbys, den Themen deiner Eltern rum, und gehst im Prinzip diesen Pfad weiter geradeaus, obwohl sie schon lange nicht mehr da sind. Und wann fängst du als Mensch, das finde ich, ist der Punkt, wo du sehr bewusst dann erwachsen wirst, deine eigene Person wirst, wann fängst du an zu sagen, ja, das war ein Thema meines Vaters. Ja, das war ein Muster meines Vaters. Ja, das war ein Trauma meiner Mutter. Das ist aber nicht meins, sondern ich mache jetzt meine eigenen Fußstapfen. Und das ist natürlich im Familienunternehmen umso wichtiger, weil ja nicht nur du da dran hängst, sondern eine ganze Menge anderer Leute. Wie hoch ist der Druck? Weil man muss ja sagen, in die Geschäftsführerrolle, du wurdest ins kalte Wasser geworfen. Ja, ich sage heute gerne Arschbombe vom Zehner. Genau, ja. Ich hatte nicht wirklich die Wahl, genau. Was war das für ein Druck? Also du hattest ja du musst dich in einer neuen Rolle zurechtfinden, weil Papa ja leider nicht mehr ist. Du hast aber auch die Verantwortung, ich vermute mal, damals wart ihr dann so 250, 300 Leute. Wir waren schon deutlich über 300 Mitarbeiter. Ja. Wie geht man damit um? Und wie viel Angst hattest du? Da sind mehrere Dinge sozusagen. Zum einen war natürlich klar, wenn mein Vater nicht mehr da ist, werde ich hier Geschäftsführer. Das war von Kind an eigentlich klar, ist eigentlich spätestens als Jugendlicher. 100% Brabus bei euch oder gibt es noch irgendwie Herrn Miele, der nein, 75? Nein, das ist ein reines und vollkommen unabhängiges Familienunternehmen. Vollkommen unabhängig ist immer relativ. Du musst natürlich Ware irgendwo herbeziehen. Ja, klar. Du hast immer Lieferantennetzwerk, du hast eine Relation und eine Beziehung zu den Herstellern. Hast womöglich Finanzierungspartner, mit denen du Projekte finanzierst, baust Immobilien, die du finanzierst, solche Dinge. Du hast natürlich immer Abhängigkeiten. Also den unabhängigen Unternehmer, den gibt es nicht. Nee, das stimmt. Wenn du verkaufst und hast Millionen auf dem Konto, bist du immer noch von deiner Bank abhängig, weil da liegt nämlich die Kohle. Also ich glaube, dass Menschen sind soziale Wesen und mein Ziel ist gar nicht in diesem Sinne unabhängig zu sein. Da müsste ich mit einem LKW voller Essen auf den Berg ziehen. Ja. Das muss auch verdammt lange halten. Das klappt nicht. Bist immer noch abhängig vom Klima. Egal. Wir managen heute die Firma auch ganz klar nach drei Kriterien. Unabhängigkeit, Kultur, Profitabilität. Ich muss profitabel wirtschaften. Ich möchte, dass die Kultur sich entwickelt und vor allem auch die positiven Eigenschaften behält, die ich glaube, dass sie heute hat. Und wir möchten auch in der nächsten Generation weiter noch ein unabhängiges Familienunternehmen sein. Das heißt, wir möchten uns weiter aus uns heraus hier entwickeln dürfen. Weil ich glaube, dass das für unser Geschäft notwendig ist. Es macht uns schneller, es macht uns agiler. Es gibt mir auch immer wieder die Verantwortung, am Ball zu bleiben und eben nicht einzupennen. Hm. Und deshalb wird auf Sicht die Brabus GmbH auch immer ein Unternehmen bleiben, was von einem Familienmitglied hier geführt wird. Aktien oder so? Oder irgendwie so? Nee, wir sind im Moment vollkommen unabhängig. Wenn ich irgendwann mal den Schritt gehen sollte, dass wir hier Shares auf einer breiteren Basis in irgendeiner Form anbieten, oder Investoren mit reinnehmen, dann liegt das immer der Frage zugrunde, warum wollen wir wachsen? Das geht ja nur mit Wachstum einher oder mit der Frage, dass du deine eigene Rechnung ohne jemanden als Investor nicht mehr bezahlen kannst. Gehen wir mal vom positiven Fall aus, im Moment, vom Wachstum, dann müsste ich einen sehr konkreten Grund haben, warum wir es nicht alleine tun können. Und ich bin kein Freund von Wachstum um jeden Preis, weil ich habe schon genug Arbeit. Mhm. Ich habe schon genug Arbeit und mein Kühlschrank ist voll. Warum soll ich jetzt statt 383 Mitarbeitern mit 1000 Mitarbeitern hier unsere Arbeit machen, wenn wir da, was haben wir denn dann davon? Das kannst du sagen, ja, ich will immer mehr Geld verdienen, ich will mehr Umsatz machen. Okay, fein, das mag eine Bewegung sein, wenn ein Unternehmen langsam organisch wächst. Aber ich stelle mir eben immer die Frage, was für Projekte wollen wir denn machen? Ne? Also wenn wir jetzt beispielsweise morgen sagen würden, wir bauen ein vollständig eigenes Brabus-Auto, was ein Thema ist, wo mich viele Leute darauf ansprechen. Würde es das geben? Es gibt im Moment keinen konkreten Plan. Der Crawler ist natürlich ein Schritt in diese Richtung. Hm. Aber es ist ein erstes nicht straßenzugelassenes Spezialfahrzeug. Die Geschichte werden wir weiter erzählen.
Aber es ist kein vollwertiges eigenes Brabus-Fahrzeug. So, wenn wir mal den Schritt gehen sollen, dann kann es durchaus sein, dass einer von mehreren Fällen, kann es durchaus sein, dass du sagst, das kostet jetzt viel mehr Geld, als wir in einem normalen Korridor für Projekte normalerweise bereitstellen. Und dann musst du natürlich dir Gedanken machen. Dann musst du sagen, okay, ich nehme Investoren mit an Bord, ich biete Aktien an. Also das ist aber ein ganz normaler Wachstumsprozess im Unternehmen. Kann das sein? Das kann sein, aber wir werden es immer so, wir werden es immer so machen, dass wir mit der Familie, mit dem Team gemeinsam hier die Richtung bestimmen können. Weil Brabus ist eine Marke. Was ist eine Marke? Eine Marke ist ein wiedererkennbares und bleibendes Versprechen. Das Versprechen Brabus One Second Wow, und das Versprechen der Kultur, das Versprechen, wie wir uns hier dir gegenüber, jedem Kunden gegenüber, jedem Fan gegenüber verhalten, muss das Gleiche bleiben. Also kannst du ein Auto nicht verneinen, aber auch nicht komplett sagen, machen wir nie. Ich war vor einiger Zeit in München bei der Mile Mobility Festival, cooles neues Messeformat, und war da bei einem Talk, und der Moderator fragte, wo siehst du dich in 10 Jahren? Und ich musste nur laut lachen, weil ganz ehrlich, ich habe noch nicht mal Ahnung, wo ich mich in 2 Jahren sehe. Natürlich haben wir Ziele im Unternehmen, operative Ziele. Ich habe heute viele Projekte oder viele Themen, wo wir sicherlich mit 36, 48 Monaten Sicht fliegen müssen. Weil wenn du so wie jetzt gerade zum Beispiel neues Zentrallager baust oder wenn du in einem Unternehmen eine neue IT-Architektur einführst oder. Hier laufen bestimmt 100, 120 Projekte parallel, die länger als 12 Monate brauchen. Dann musst du das planen. Und dann kannst du auch sagen, ich will den übernächsten Schritt machen. Du kannst einen Ratschlag machen. Und dich verbiegen, wie du willst, das geht nicht schnell, das dauert Zeit. Du brauchst diese 24 Monate, weil du kannst nicht mit 20 Maurern auf einer Baustelle, willst nicht unbedingt schneller fertig als mit 10 Maurern. Irgendwann fangen die an, sich im Weg rumzustehen. Außerdem, der Mörtel muss auch trocknen. So, Projekte dauern so lange, wie sie dauern. Die Idee der Entwicklung des Unternehmens wird dementsprechend auch immer Zeit in Anspruch nehmen. Das kann man auch nicht immer beschleunigen. Die Realität ist meistens mit an Bord und die Realität sagt, dass komplexe Projekte einfach dauern. Natürlich haben wir diese Ziele, in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Egal ob Digitalisierung, Social Media, physische Renovierung, neue Büros, neuer Showroom, you name it. Aber wo ich mich selber, wo wir dann wirklich sind, dafür kann ich dir nicht sagen, dafür fehlt die zweite Komponente, nämlich einfach der Kontext, die Realität, in der wir uns bewegen. Wie entwickelt sich die Konjunktur? Wie schnell schreitet die Transformation des Automobils voran? Was macht Elektromobilität? Wie lange dauert der Krieg in der Ukraine? Ja, was ist mit Covid? Also wir haben ja alles. In den letzten 2, 3 Jahren nun wirklich alles an Komplexität erlebt. Und ich glaube, das war erst der Anfang. Was wir erleben können. Jetzt ist die Welt allgemein kein unkomplexer Ort, aber es war schon verdammt viel los in den letzten Jahren. Ich hätte aber auch ohne diese ganzen Themen, wenn ich mein eigenes Leben anschaue, was alles schon passiert ist, dann ist jedes Jahr wieder eine Wundertüte. Okay. Natürlich brauchst du, da gibt es da so diesen schönen Satz, du musst einen Plan haben, nur um dann bewusst davon abweichen zu können. Das stimmt. Jetzt hatten wir vorhin das Thema, du bist ein Geschäftsführer geworden. Wie war der Druck, wie war die Angst und wie bist du damit umgegangen? Genau, ich wusste, dass ich in das Unternehmen wollte. Ich bin nach dem Studium auch direkt hier eingestiegen, weil wir uns bereits da auch ein bisschen Sorgen um die Gesundheit meines Vaters gemacht haben. Und ich gesagt habe, wenn ich ein paar Jahre da bin und dann was passiert, dann habe ich wahrscheinlich die Erfahrung, um den Laden besser führen zu können. Besser, nicht führen zu können. Ich bin generell kein Freund von Eigenlob, also wirst mich nie sagen hören, dass ich was, ob ich das kann oder nicht kann, müssen andere bewerten. Ne? Nicht ich. Und dann ist es leider auch passiert und von einem Tag auf den anderen bist du eben in der Situation. Ich weiß, dass es auch einen konkreten Moment gab, es gab viele Momente, an die ich mich erinnere. Eine der Geschichten ist, dass ich damals wirklich telefoniert habe mit meiner Familie und gesagt habe, liebe Leute, ich kann jetzt morgen mir in dem, was heute mein Büro ist, hier, wo wir sitzen, das war damals gerade leer, kann ich jetzt mir einen Tapetentisch reinstellen und bei Ikea einen Aktenschrank einkaufen, dann ist hier morgen mein Büro als Provisorium oder ich setze mich morgen an seinen Schreibtisch und dann ist die Message komplett klar. Und die Antwort war, ich sage, was wollt ihr? Weil ich nicht respektlos sein wollte und mich einfach an den Schreibtisch meines Dads setzen wollte. Das ist natürlich eine fließende Situation, wo du nicht weißt, wie sich die Gesundheit entwickelt, wie er, ob er es schafft, ob er es nicht schafft. Aber wir wussten zu dem Zeitpunkt schon, dass er nicht mehr der Alte sein würde. Und die Antwort war klar, du sitzt ab morgen. Ab morgen bist du hier der Geschäftsführer. Und das hat natürlich zur Folge, dass an dem Tag, ich glaube, 100 Menschen in mein Büro kamen, die einfach alle zusammengebrochen sind. So, das war für mich natürlich eine riesige emotionale Herausforderung, aber in eine Richtung, die viele nicht erwarten, sondern du bist die ersten 20, 30, 40 Leute, bist du klar betroffen und irgendwann schaltest du einfach ab. Ne, weil du fragst, deine Frage, wie viel Angst hattest du, wie hat dich das mitgenommen? Du hast da keine Zeit für.
das hört sich so hart an, aber du musst in so einem Moment funktionieren. Und ich bin auch jemand, der, wenn es hart auf hart kommt, sich erstmal die Frage stellt, was ist jetzt zu tun? Ne? Und je schlimmer die Situation wird, desto ruhiger werde ich und überlege einfach, was ist jetzt zu tun? Und denk dann oft hinterher darüber nach, was da eigentlich gerade passiert ist. Das war in der Situation auch so. Also wir haben erstmal wirklich einige Monate lang das Thema einfach durchgemanagt. Du bildest einen Krisenstab, du managst das sauber durch, du musst irgendwann, dringt das nach außen, du musst mit der Presse sprechen, du musst offiziell das Thema bekannt geben, du musst es den Mitarbeitern erzählen, du musst 1000 Dinge machen, die alle völlige Albträume sind. Hm. Und die habe ich leider alle tun müssen. Das ist alles andere als schön und ich wäre auch froh, wenn ich meinen Dad heute noch hätte. Aber es ist eben, wie es ist. Und das war die Arschbombe vom Zehner. Und ich wusste nicht, ob Wasser im Pool ist. Definitiv nicht. Heute wissen wir, es war Wasser drin. Wir sind nach einem halben Jahr wieder beim Boot, würde ich sagen, im Gleiten gewesen. Und seitdem hat sich die Firma sensationell entwickelt, weil, nicht wegen mir, sondern weil ich dem Team aus dem Weg gegangen bin und gesagt habe, nehmt doch mal die Scheuklappen ab und ihr seid alle Profis. Und jetzt lasst uns doch mal zusammen überlegen, wer sind wir? Wo wollen wir hin? Da sind so Themen wie Brabus One Second Wow als Maßstab herausgekommen. Wer sind wir? Wo wollen wir hin? Was wollen wir hier gemeinsam machen? Warum machen wir den ganzen Scheiß hier überhaupt? Warum kommen wir jeden Morgen zur Arbeit? Und wie kann ich euch als Geschäftsführer aus dem Weg gehen, erstens? Und wie kann ich zweitens das Werkzeug sein, was ihr benutzt, um optimale Performance liefern zu können? Das sind grundsätzlich zwei Themen, die ich heute immer betone, wenn ich mit anderen Unternehmern spreche. Ich frage immer, was tust du, um deine Leute zu enablen, wenn da Profis sitzen? Oder bist du einfach nur das Orakel, wo wie Oldschool Leute kommen und dann präsentieren sie dir ein Problem und das Orakel löst das Problem und schreit dann hinterher rum, wenn das Problem nicht so gelöst ist, wie der große Massa gesagt hat, will ich nie sein. Das ist ja furchtbar. Du baust ja deinen eigenen Käfig und je mehr Leute um dich rum sind, die für dich arbeiten sollen, wird der Käfig immer enger. Ja. Weil du immer mehr Leute hast, die kommen, dir ein Problem präsentieren und du dann davon lebst, dass du schlauer bist und alles besser weißt und dann die Wahrheit verkündest und sie dann wieder loslaufen. Das nennt sich Genie. Ich kriege das Buch nicht auf die Reihe. Es ist Genie with 1000 Helpers Syndrome. Okay. Also der Genie mit 1000 Helferlein. Das kannst du nicht skalieren. Das kommt irgendwann an eine natürliche Grenze, wo entweder deine Gesundheit oder das Unternehmen leidet, weil sie alle darauf angewiesen sind, dass ich hier permanent das Orakel von Bottrop spielen würde. Werde ich nicht tun. Das ist die erste Frage. Wie kann ich euch aus dem Weg gehen? Wie kann ich euch enablen? Das zweite Thema ist, dass ich permanent den Satz von mir gebe. In vielen Meetings würdest du mich das sagen hören, wenn du sozusagen wenn du Mäuschen spielen würdest. Ich sage immer, Leute, ein CEO ist ein Werkzeug. Benutzt dieses Werkzeug. Ne, weil viele haben immer Respekt oder Angst, aber wie zum ist Chef jetzt die zu gehen Frage, und Dinge zu erzählen. Wie willst du benutzt werden? Wenn du hast ein Problem. Ja. Das kriegst du nicht. Sag mal, ich bin Jörn, genau. Weil ich den heute kennengelernt habe und sehr sympathisch Jörn, fand. Du bist Jörn, aber lass mal wirklich ein... Ja, Jörn ist ein gutes Beispiel. Wir könnten auch einen normalen Mitarbeiter nehmen, der jetzt nicht im Top-Management hier ist. Und du hast einfach ein Problem, was du nicht gelöst bekommst. Du hast so eine Situation, in der du Bauchschmerzen machst. Du hast eine Frage, zu der du Input willst. Dann komm doch einfach zu mir und frag mich. So, dann muss ich doch als Geschäftsführer in so einem Moment, wenn jemand kommt und mir als Chef was anvertraut, muss ich doch genau wissen, wenn ich jetzt polternd über den Flur laufe und alle, die für das, was schiefgelaufen ist, für den Fehler, für das Problem verantwortlich sind, dann erstmal zur Sau mache, dann der Bumerang kommt doch nur bei dem an, der zu mir gekommen ist. Und der wird das nie wieder tun. Weil er genau weiß, wenn ich jetzt zum Chef gehe, gibt es ein riesen Donnerwetter und am Ende sagen alle meine Kollegen, dass ich ein Arsch bin. So, ich finde, als Chef ein Werkzeug zu sein, bedeutet, die Probleme mitzubekommen, die Augen aufzuhaben und dann so die Probleme für die Kolleginnen und Kollegen, für die Mitarbeiter zu lösen, dass es am Ende so aussieht, als wenn diese Leute das Problem gelöst hätten. Cool. Und nicht so, dass ich als Chef mich hinstelle, den Scheinwerfer anmache und sage, der große Massa, das Orakel von Bottrop löst euch hier die Probleme. So, wenn du das konsequent tust, dann lernt eine solche Organisation ja zu dir zu kommen, weil sie dir vertrauen, dir auch das zu erzählen, was wirklich erzählt ist. Denn jeder, der zu mir kommt und heute vor meinem Schreibtisch sitzt, hat ja seine eigene Agenda. Mhm. Ne? Es ist unvermeidlich, das meinen die Leute nicht böse. Alle haben sie ihre Meinung, alle haben sie das, was sie erreichen wollen, alle haben sie ihre Lebensziele, alle haben eine Agenda. Das ist klar und das muss ich wissen, wenn jemand vor mir sitzt. Und mein Job ist, diese Interessen so abzugleichen, dass die Organisation optimal funktioniert. Nicht so, dass ich gut dastehe. Nicht so, dass alle meinen, das war meine Idee. Das ist doch mein Unternehmen. Kann man als Chef der beliebteste Mitarbeiter sein? Ich weiß nicht, das ist aber ein interessantes Ziel. Bist du hier der beliebteste Mitarbeiter? Nein, glaube ich nicht, nein. Nein. Nochmal, zu meinem Job gehört es natürlich auch immer wieder dazu, unkomfortable und unbequeme Entscheidungen zu treffen. Das macht by the way nicht nur ich, sondern zum Beispiel auch unser Personalchef, der auch Finanzchef ist. Das ist zum Beispiel immer der am meisten Nein sagt.
aber das ist auch in der Rolle begründet. Du kannst natürlich nicht immer, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte eine Gehaltserhöhung, kannst du nicht immer Nein sagen. Du kannst nicht immer jedem Bewerber sagen, ja super, ihr Resümee, ihren Lebenslauf finden wir toll und stellen wir sie ein. Ich kann auch nicht immer sagen, das Projekt, so wie es mir präsentiert hat, finde ich toll. Aber da sind wir wieder bei. Dann kommen wir, nicht doof, du bist das doof, nicht sondern du bist doof. Ja, okay. Das ist meine Frage, weil eines der Dinge, die mich wirklich, die mich stolz machen, ist, dass wir die Dinge, die wir heute tun, super komplexes Engineering, eigene Content-Produktion mit abgespaceden Themen, wo wir über Dinge reden, über die wir früher nie geredet haben. Projekte wie das Motorrad mit einer Organisation wie KTM, das ist ein professioneller Konzern, die auch professionelle Erwartungen haben, wie die Uhren mit Panerai, wie die Boote mit Axopar und viele andere Dinge mehr. Wir machen das mit dem im Kern. Es sind viele neue kreative Talente dazugekommen. Aber wir machen das im Kern mit der gleichen Mannschaft, die hier vor 10, 15, was heute Jörn getroffen, 25 Jahren. Ich habe auch als eine nette Dame 15 Jahre, also es ist unglaublich. Die gehen alle diesen Weg mit und meine Aufgabe ist es, den Kontext zu definieren. Meine Aufgabe ist es, dieses Team auf den Platz zu stellen, ein bisschen zu gucken, wer ist an welcher Position und dann zu sagen, jetzt spielen wir dieses Spiel. Und auch die Sicherheit zu geben, dass mal zu sagen, wenn was schief geht, dann geht was schief, lass uns doch bitte gucken, dass es nicht an der falschen Stelle passiert. Also wenn das mit Autos nicht in Ordnung ist, unsere Kunden, dann fahren es schlecht. Ja. Ne? Wenn mal bei einem Thumbnail für YouTube was schief läuft, ja okay, dann ist das halt so. Es gibt viele Dinge, wo du sagst, du musst Fail Forward machen, es kann gar nicht anders sein, ja, als wenn du musst Ideen ausprobieren. So, mein Job ist natürlich auch dem Team Sicherheit zu geben und zu sagen, mach doch, ich bestrafe Fehler nicht. Es gibt auch Bereiche, da kannst du sie nicht belohnen, aber häufig gehe ich einfach damit um und so, okay, hier ist nicht gut gelaufen, wie machen wir es denn jetzt? Okay. Und ich versuche heute generell zwei Themen in den Vordergrund zu stellen in der Firma. Das eine ist Resilienz, also die Frage, wie widerstandsfähig sind wir? Und das gegenüber Problemen, zum Beispiel, wir sind ein relativ konservativ finanzierter Laden. Das ist mir wichtig, weil auch der Rückwärtsgang konjunkturell immer mal wieder kommt. Mhm. Ne? Da darfst du nicht die Augen zu haben und sagen, das passiert jetzt nicht. Und das zweite Thema ist Speed. Ich möchte, dass sich hier die Maschine dreht. Ich will, dass wir Projekte machen. Ich will, dass hier Leben drin ist, dass neue Impulse kommen. Ne? Wenn du auf einmal ein Motorrad in ein Engineering stellst und sagst, jetzt macht ihr mal nicht ein Auto und wacht auf, wenn Mercedes-Benz die nächste S-Klasse über den Zaun schmeißt, wie so Zombies, sind wir alle auf, machen Engineering für das Auto, Spoiler hinten dran, Rad dran, vorne Motorrad rein. So, da haben wir es seit 40 Jahren gemacht. Sondern macht jetzt mal eine Felge für ein Motorrad. Die ist nämlich, muss auf zwei Seiten schön aussehen. Hat eine A-Seite und eine B-Seite. Stimmt. Wie beim Auto, hat eine A-Seite und eine A-Seite. Oder es ist eben Zweirad und nicht ein Vierrad. Das ist ein anderer Kunde als der beim Auto. Oder ihr designt jetzt mal eine Uhr mit. Oder ihr designt jetzt mal ein Boot mit. Das sind heute alles Brabus-Produkte. Dann bleibt es doch spannend. Dann lernst du was. Dann weitest du deinen Blick als Marke. Ja, wir sind heute im Prinzip so eine Art Industriedesignbude mit Eigenmarke. Das stimmt. Ne? Und das nicht nur eine Luxusbrand. Und das ist auch gut so. Meine Frage ist immer, wie kriegen wir mit viel, viel Drehzahl neue Projekte hier rein? Weil das einfach, du musst nicht jeden Scheiß machen. Natürlich nicht. Ich erwische mich auch, wie ich immer mehr Nein sage, weil du natürlich nur, es gibt nur ein gewisses Volumen an Themen in so einen Laden reinpressen kannst, bevor dir als Chef alle sagen, du hast einen Vogel. Jetzt müssen wir erstmal 3-4 Jahre deine Ideen abarbeiten, bevor wir jetzt hier irgendwie mal, weil wir kommen gar nicht mehr an die Wasseroberfläche, um da mal Luft zu holen. Und trotzdem ist das meine Aufgabe. Ich muss sagen, ich bin ja wirklich von Brabus und dir mehr als begeistert. Ich gucke auf die Uhr und sehe, ist schon ordentlich wieder hinter und dabei habe ich noch so viele Fragen in petto. Ich wollte auch mal die Geschichte erzählen, wie ich dich kennengelernt habe und wie meine Meinung über dich war. Jetzt bin ich echt gespannt. Ja, nee, das schaffen wir heute alles gar nicht mehr. Wir schaffen nie, Sachen von Anfang zum Ende zu bringen. Aber ich bin ja bald wieder da, dann gucken wir nämlich nochmal die Oldtimer an. Und dann haben wir sicher wieder noch mal ein Stündchen Zeit. Jetzt bin ich aber gespannt, die Geschichte musst du jetzt erzählen. Okay, die kann ich noch erzählen, aber ich habe noch so viele Fragen. Die Geschichte zum Ende war relativ einfach. Du hast dir eWocket angeguckt, ein Startup, in dem ich mit unserem Kollegen Philipp drin war. Und du warst, glaube ich, krank. Du hast sehr nasal gesprochen. Das kann sein, ich glaube, ich war erkältet. Ja, und nasal hört sich immer sehr so ein bisschen hoch, nee, so, ja, dachte ich schon so, ui. Und ich werde nicht vergessen, du hattest einen Designerschal um, weil du wirklich krank warst. Und das Erste, was ich von dir gesehen habe, ist, wie du diesen nach hinten geworfen hast, wo ich dann sagte, alles klar. Und ab in die Schublade. Ab in die Schublade, Schaka. Komplett drin. Schaka. Und dann
haben wir, glaube ich, dann habe ich irgendwann, wir sind uns trotzdem gefolgt und wir haben geschrieben und meinte ich so, ey, Praktikum. Und als ich das erste Mal hier drin war, ich wurde, wie du es gesagt hast, ich will nichts kaufen, ich will hier nur drehen und Spaß haben, so nett, herzlich empfangen, aber nicht nur von dir, von all deinen Mitarbeitern. Und nochmal, ich bin gar nicht, wenn ich dich gut behandle, ist relevant, aber das wirklich Relevante ist Kultur, ne? Nochmal, Kultur ist der Plural von Persönlichkeit. Dass das hier funktioniert, dass hier jeder guten Morgen sagt, das ist mir viel mehr wert, als ob ich einen schlechten Tag habe oder einen guten Tag habe. Sondern das ist wieder das Thema, ich bin ja nicht das Orakel von Bottrop, sondern der Laden muss sich hier überzeugen, nicht ich. Und der erste Eindruck war nicht so geil, der zweite war, was für ein toller Typ. Und ich freue mich, dich zu kennen und ich freue mich, dass wir uns in ein paar Monaten wieder hinsetzen und weitersprechen. Ich bin super gespannt drauf, macht immer Spaß, wenn du vorbeikommst. Gerade, weil ich riesen Spaß daran habe, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, die aus einem völlig anderen Anflugwinkel kommen, als zum Beispiel aus der Automobilbranche. Und deshalb genieße ich die Zeit mit dir und finde es wirklich gut, dass wir das heute auch wieder gemacht haben. Super, ich habe rausgehört, wir gehen mal auf die Venus. Perfekt. Aaron, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Dankeschön.